Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Azar-Team in Trostberg. Ihr Erfolg ist unser Auftrag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glauben, Leben, Wissen, hier aus den Azar-Studios in Trostberg. Schön, dass Sie dabei sind. Heute haben wir diese Themen für Sie vorbereitet. Pastor Robert Tomacek teilt uns in diesem letzten Teil dieser Lehrserie mit, wie man ganz konkret eine ewige Beziehung mit Jesus Christus beginnen kann. Das Aktionskomitee für verfolgte Christen, kurz AVC, ist seit vielen Jahrzehnten ein starker Beistand für Menschen, die aufgrund ihres christlichen Glaubens verfolgt werden. Pastor Edwin Jung gibt einen kurzen Einblick in diesen wichtigen Dienst. Andreas Berglesow war nach einem Verkehrsunfall im abgelegenen Sibirien 5 Stunden lang tot. Gott schenkte ihm einen Einblick in den Himmel und schickte ihn wieder auf die Erde zurück mit einem bestimmten Auftrag. Wir teilen Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus seiner Rede mit. Der wahre Glaube ist ein lebendiger Glaube. Unser Herr Jesus Christus möchte eine persönliche, lebendige Beziehung zu jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde haben, auch zu Ihnen. In diesem letzten Teil der Lehrserie von Pastor Robert Tomacek erklärt er, wie Sie in diese lebendige Beziehung eintreten können. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von Glaube lebt. Die Frage, die uns beschäftigt seit den letzten Episoden ist, wie komme ich zu einem lebendigen Glauben, zu einem Glauben, der im Alltag Bestand hat, zu einem Glauben, der nicht aufgesetzt, sondern aus mir fließt. Lebendiges Glaubensleben, lebendige Beziehung mit Gott. Wir möchten heute mit einer Bibelstelle beginnen, in Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Es geht nicht nur darum, zu glauben, dass es Jesus Christus gegeben hat, sondern an ihn zu glauben, an ihn als Person, lebendig in Beziehung zu ihm zu sein. Eine weitere Bibelstelle im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also vom Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Lange Jahre war ich auf der Suche nach einem lebendigen Glauben. Lange Jahre wollte ich einen Weg finden zu Gott, aber irgendwie fand ich ihn nicht. Bis mir eine Bekannte erzählt hat, dass man eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben kann. Als ich das hörte, war ich zuerst skeptisch, aber sie erklärte mir, dass Jesus für mich gekommen ist, für mich gestorben ist und er jetzt mein Vermittler zu Gott ist. Ich kann ein neues Leben beginnen, egal in welcher Situation ich bin in meinem Leben, ein neues Leben, in dem ich auf Gott zugehe, dass ich von Neuem geboren werde, wie wir in einer vorigen Episode gesprochen haben. Wenn ich jetzt mit meinem Mund bekenne und mit meinem Herzen glaube, dass Jesus der Herr ist und ihn einlade, dass er mein persönlicher Herr ist, dann beginnt neues Leben. Ich habe damals Jesus in mein Leben eingeladen und daraufhin hat sich mein Leben völlig verändert. Ich habe mich mit ihm unterhalten und ich habe ihm gesagt, wenn es dich wirklich gibt, wenn das wirklich stimmt, dann komm in mein Leben. Ich will es wirklich erleben. Ich muss dich spüren können. Du musst für mich lebendig sein. Wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben. Und ich habe auf folgende Art und Weise, wie es in dieser Bibelstelle steht, mit ihm gesprochen. Es war ungefähr so. Ich sagte, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und ich lade dich heute ein,
komm in mein Leben. Zeige mir den Weg, den du für mich hast. Ich glaube, dass du meine Schuld getragen hast, dass du meine Sünde getragen hast. Ich weiß, dass ich ohne das, was du für mich getan hast, verloren bin. Aber ich will dieses Geschenk, das du für mich erkauft hast am Kreuz, heute annehmen und ein neues Leben beginnen mit dir. In ein neues Leben eintreten. Du bist mein Vermittler zum Vater. Und mit diesem Gebet hat sich mein ganzes Leben verändert. Von einem Tag auf den anderen begann ein neues Leben in einer neuen Qualität, eine ganz andere Art Leben. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das war mein Weg zu lebendigem Glauben, den ich jeden Tag erleben kann. Jeden Tag, wenn ich zum Vater komme, wenn ich zu Gott komme, durch Jesus Christus, erlebe ich Gemeinschaft mit Gott. Dadurch, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, ein für alle Mal in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und Jesus hat mir diesen Weg bereitet. Wenn Sie sich entscheiden heute für Jesus Christus, können Sie so ähnlich, wie ich mit ihm gesprochen habe, sprechen und ihn einladen. Und Ihr ganzes Leben wird sich verändern. Das wird der erste Tag von lebendigem Glauben. Ich möchte Sie auch ganz herzlich zu unseren Gottesdiensten einladen. Sie finden uns in Trostberg in der Bahnhofstraße 9 bis 11, jeden Sonntag um 9.30 Uhr. Darüber hinaus finden Sie uns im Internet. Unter www.glaube-leb.de können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen. Ich würde mich ganz persönlich freuen, wenn Sie mir schreiben, wie es Ihnen mit diesem Programm geht, was Gott in Ihrem Leben getan hat. Wenn Sie ein Gebetsanliegen haben oder Unterstützung brauchen, bitte schreiben Sie uns. Wir beten gerne für Sie. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Wir möchten Sie auch ermutigen, persönlich Kontakt aufzunehmen mit Pastor Robert Tomacek. Das geht online unter der Adresse glaube-lebt.de. Die komplette sechsteilige Lehrserie mit dem Titel Glaube lebt finden Sie auch in unserem Online-Shop unter azarnet.de. Pastor Edwin Jung, Geschäftsführer von AVC und dem Nehemia Christenhilfsdienst in Österreich, begleitete Andreas Berglesow auf seine Vortragsreihe durch Südostbayern. Seit 1972 dient der AVC bereits verfolgten Christen. Damals hinter dem Eisernen Vorhang, heute in vielen Ländern dieser Erde. Pastor Jung stellt uns den Dienst vor. AVC steht für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Ein Thema, das man auch nicht in den Medien tagtäglich hört, eher sehr selten hört, viel geschwiegen wird darüber, auch nicht wirklich informiert ist, die Öffentlichkeit. Verfolgte Christen, gibt's denn die heute überhaupt noch? Das war doch in der Sowjetunion, nicht? Da gab's die. Aber heute, gibt's die heute noch? Und es gibt sie tatsächlich, zu vielen, zu Millionen noch. Man sagt, dass alle 5 Minuten ein Christ seines Glaubens wegen stirbt. Und das können wir hochrechnen, wenn wir hier 2 Stunden heute verbringen, was das hochgerechnet bedeuten würde. Und das stimmt wirklich. Und wir haben mit vielen dieser Christen, vielen Tausenden zu tun. Wir wollen sie unterstützen, wir wollen ihnen helfen, den Familien helfen und im Hintergrund auch daran arbeiten, diesen Menschen zu helfen, zu unterstützen und ihnen einfach eine Stimme zu sein. Ich war vor einiger Zeit, vor einigen Wochen in Eritrea, einem Land in Ostafrika, wo die Christen massiv verfolgt werden. Weil sie an Jesus Christus glauben, weil sie das Wort von Jesus Christus weitergeben. Und das ist eine Riesenherausforderung und braucht auch Unterstützung. Und wir danken all denjenigen auch, die unser Missionswerk dahingehend auch unterstützen, in verschiedener Hinsicht unterstützen, um gerade auch hier zu arbeiten und den Menschen zu helfen. Aber nicht nur diese Arbeit ist unser Anliegen, auch Gemeinden, Neugründungen, Menschen das Evangelium zu bringen, die noch das Evangelium Jesu Christi nicht kennen. Jeder Mensch auf dieser Erde, ob Buddhist, ob ja, Moslem, egal welcher Religion er angehört, hat das Recht, das Evangelium von Jesus Christus zu hören. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter avc-missionswerk.org oder unter der Adresse nehemia.org. Schauen Sie doch mal vorbei. Wer würde nicht gerne wissen, was uns nach unserem Tod erwartet? Andreas Berglesow hat es an seinem eigenen Leib und an seiner eigenen Seele erfahren.
Nun ist sein Leben von einer starken Berufung geprägt, anderen Menschen klarzumachen, dass wir nur während unserer Zeit hier auf Erden die Entscheidung treffen können, wo wir die Ewigkeit verbringen möchten. Hier ist ein Auszug aus seiner faszinierenden Geschichte. Господь мой, я благодарю Тебя, что Ты есть хлеб, шедший с небес. Я благодарю Тебя, что Ты отдал свою жизнь. Und wir fuhren dann auch los. Die Brüder schliefen auch schnell ein. Und die ersten 25 Kilometer waren schon durch. Die ganze Strecke ging langsam, die Straße ging langsam zum Baikalsee so runter. Es wurde schon auch dunkel. Und in der ganzen so Dunkelheit und auch von dem Schneefall sah ich, wie mir entgegen von unten nach oben kamen zwei LKWs. Okay, sie kommen. Und in ein paar Sekunden konnte ich nichts sehen. Ich wusste nur eins, da hinten kommt noch ein LKW und ich muss ganz vorsichtig sein. Und bevor der Schnee sich legte, knallte es. Und er hat unser Vorderrad, das linke Rad, abgerissen gleich. Und unser Auto bog zusammen so. Und mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad, wurde ich unter meinem Bauch so in meinem Sitz reingedrückt worden. Ich war in einem Schockzustand, ich spürte keine Schmerzen, verstand es aber, dass wir jetzt zusammengestoßen waren. Und ich sagte dann so auch Victor, Victor, holt mich von hier raus. Ich kann nicht selbst, mein Bein ist gebrochen. Sie holten mich dann auch raus, legten mich dann auf den Schnee und fingen an zu weten. Aber das Letzte war, was ich noch mich erinnern kann, dass die Krankenschwester die Bar einfach anpackten und mit mir längs dem Flur liefen in den Operationssaal. Als mein Herz stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war. Und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Ich höre mit einmal das Singen von allen Seiten. Ich drehte mich von dem Krankenhaus weg und fing an zu suchen. Dachte ich, wer kann hier noch jetzt singen? Und schaue so nach vorne. Das Singen kam auch von anderen Seiten, aber so nach vorne und sehe von vorne eine große, große Menge Menschen in weißen, glänzenden Kleidern. Und sie kamen mir entgegen. Höre ich mit einmal eine Stimme. Und die Stimme durchdrang das ganze Universum. Da brauchte man keine Erklärung. Ich konnte ganz das gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Habt ihr denn nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Und ich blieb auch still. Ich fand keine Antwort, aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir was zeigen. Jetzt schau mal. Ich hob meine Augen auf und sah unter mir die ganze Stadt, wie ich schon sagte, 450.000 Einwohner, die ganze Stadt unter mir. Und mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er ging dann nach oben so über die Stadt oder auf die Stadt rüber, längs der Stadt so über der Stadt, buch rechts, links ab und verschwand hinter dem Horizont. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, der war stopfend voll Menschen. Und wieder die nächste Frage, weißt du, wo dieser Weg hinführt? Sagte, ja, Jesus, ich weiß es. Dieser Weg führt zur Hölle, in das ewige Verderben. Schau nochmal, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Stadt und sah da noch einen Weg, der auch von der Stadt anfing, aber der war ganz schmal. Er fing von der Stadt an, ging auch nach oben, aber immer höher, höher, bog rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schau mal auf den Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg und sah da auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt. Mein Lieben, aber ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht. So wenig waren es. Und wieder die nächste Frage. Und diesen Weg kennst du auch? Sag ich, Jesus, ja, dieser Weg führt zu dir in die ewige Herrlichkeit. Und er sprach weiter und sagte, deine Mission auf dieser Erde ist nicht zu Ende. Du wirst wieder zurückgehen. Ich gebe dir noch Zeit. Aber du musst wissen, dass die Zeit sehr kurz ist. Und deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Nutz die Zeit aus. Wollen Sie den Rest dieser faszinierenden Geschichte hören? Der gesamte Vortrag von Andreas Berglesow ist auch auf DVD erhältlich, in unserem Onlineshop unter azarnet.de. Sie können auch direkt mit ihm Kontakt aufnehmen über die E-Mail-Adresse gotteswort@jandex.ru.
Das war's mal wieder unsererseits. Vielen Dank fürs Einschalten. Besuchen Sie unsere Webseite im Internet. Wir freuen uns auf Ihre Reaktion auf diese Sendung. Und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Glauben, Leben, Wissen. Empfehlen Sie uns weiter. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.